Baby. Oh. Und selbst Nobu feiert mich. Das ist süß. Ach, hör doch auf. Servus und willkommen zurück, ihr kleinen Racker, bei Ghost of Tsushima. Nachdem sich Alisa das letzte Mal bei den Bäumen und Gräsern verirrt hat, werde ich mich diesmal auf jeden Fall um das Dojo kümmern, also um die Befreiung des Dojos, und Ishikiba retten, hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir das alles in einer Folge. Schauen wir mal. Ich habe mich nicht verirrt. Ich weiß. Ich hab mich verloren in der Schönheit. Alles klar. Wo ist denn der Eingang von diesem Dojo? Da brennt. Oh, oh. Ah, jetzt hat er mich gesehen, oder was? Da oben ist auf jeden Fall ein Typ. Wie komme ich denn von meinem Pferd runter? Dreieck oder sowas? Weißt du es noch? Wie komme ich denn runter? Nicht einfach Dingskreis. Ja, X. Hm. Ah ja. Okay, dann schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Gut, dass du abgestiegen bist. Ja, ich habe auch gehofft, dass ich hier irgendwo schneller reinkomme. Hier ist eine Leiter. Kann ich die nehmen? Schaut nicht so aus. Schade. Klassischer Weg des Samurai. Klettert mit der Leiter aufs Dach. Komm, ruf doch mal dein Pferd bitte wieder, ey. Du sollst den ganzen Weg außen rum eiern. Ja, bei dem einen Typ konnte ich ja nicht. Der hat mich ja gesehen. Ja, wahrscheinlich kannst du jetzt. Kannst da wahrscheinlich. Kannst du da hoch drüber klettern bei den Steinen? Wahrscheinlich, ja. Ich denke, das wird schon der. Na, schau an. Ah, fick doch die Henne. Ja, scheiß drauf. Wo bist du? Ja, das war aber nichts. Ey, Alter, wo schlage ich denn hin? Du kommst vom Dach runter! So, jetzt. Nummer 2. Blickt euch nicht mit mir an, ihr Pisser. So, da oben ist auch noch einer. Sprache, Patrick, Sprache. Entschuldigung. Da helfen dir deine Pfeile nichts, Kollege. Hachi, Gesundheit. Meinst du, der mich entdeckt? Also sind die auf der Suche nach mir schon, ne? Ja. Du hast nichts gesehen. Du dachtest, du hättest was gesehen. Die Sprache ist so crazy. Was denn? Dieses. Dieses Mongolisch. Ja. Okay, da wird die Frau fuchtig. Aber die schauen auch echt in den Gräsern. In den Gräsern, ja. Kann ich das irgendwie stealth-mäßig von hinten machen? Oh, lecker, kommt der andere her. Die ganze Zeit schon da. Hab ich gar nicht gesehen. Das ist auch so eklig. Das Blut schaut schon auch relativ realistisch aus, muss man sagen. Also ist kein. Halt. Kein so ein. Kunstblut. Nee. Wie oft in Spielen. Tasche jetzt verfügbar. Ja, komm. Die zwei, die machen wir jetzt auch noch. Zack! Ich muss ja sagen, dieses Ausweichen und Parieren und Schlagen-Ding so macht schon tatsächlich ein bisschen Bock. So soll es doch sein, oder nicht? Das wäre traurig, wenn es keinen Spaß machen würde. Ja, aber man fühlt sich. Also, weißt du, das ist so ein bisschen Taktik. Oh, fuck. Kommt der Kollege her. Ja. Ich muss mal hier weg hier. Wo ist denn dieser Pfeil- und Bogen-Typ? Bestimmt da oben irgendwo. Weißt du, das ist nicht so stupides draufgeschlage einfach. Oh Mann, da sind da doch ein paar. Ja.
Willst du nicht? Den musst du doch erst wieder sein Ding weg. Ja, ja. Aber wie ging denn das? Ich kann mich da nicht mehr erinnern. War gleich auch mit Dreieck. Oder? Ich dachte mit Dreieck, ja. Oder theoretisch halt, wenn er mich angreift und ich dann ausweiche, dann kann ich ihn eigentlich von hinten auch erwischen. Ach, fuck, sind zwei. Scheiße. Nehmen wir mal nochmal eins. Lass mal schießen und dann schnell. Zack, 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 zack. Fuck. Das ist sicherlich jetzt nicht der Weg des Samurai. Echt so gemein, weil ich sehe einfach die Dinge nicht, die Gesundheitsleiste. Die anderen hatten übrigens noch was zu looten. Ja. Ey, ach klar! Durch die Wand! Das war jetzt nicht ganz fair, muss ich sagen. Das war jetzt nicht mit fairen Mitteln. Na gut, dann looten wir noch schnell hier. Was machst du da? Ich weiß auch nicht, wieso der rückwärts läuft. Ich will doch hier nur die Sachen einsammeln, aber der läuft die ganze Zeit rückwärts. Das war jetzt nicht von mir so. Müsstest du das Banner mal holen da drin? Ja, ich wollte jetzt halt erst noch schnell die Sachen looten. Du hast mich doch gerade angeschissen. Ja, aber dachte, du rennst jetzt wieder weiter. Nein. Wahrscheinlich befreie ich es erst, wenn ich diesen Banner habe. Da schau, befreie das Dings. Was? Ja, da oben links steht doch jetzt. Eins von drei. Mhm. Richtig aggressive Folge hier. Wieso? Weil wir uns die ganze Zeit anscheißen. Scheiß doch nicht an. Ich habe auch nicht gesagt, anschreien, anscheißen, habe ich gesagt. Und ich habe auch gesagt, wir scheißen es doch nicht an. Da ist ein Bett. Ich glaube jetzt nicht, dass er gerade schlafen möchte. Aber ich. Hä? Dann läuft irgendwie immer nur im Kreis. Wie meinst du? Man kommt immer an der gleichen Stelle wieder raus, egal wo du reingehst. Welche crazy Portale. Ah, tatsächlich krass. Man muss hier wirklich drei von denen sammeln, oder wie? Mhm. Ja, okay. Da ist schon wieder Nobu. Ist der jetzt da reingekommen? Keine Ahnung. Der zieht sein eigenes Ding durch. So, hier ist bestimmt auch noch irgendwo eine. Mal schauen. Zack. Und befreit, oder? Nee, zerstöre das Schwarzpulverversteck. Ah ja. Aber theoretisch könnten wir uns auch entscheiden können, einfach vorbeizureiten, ne? Hätten wir machen können, ja. Das ist einfach eine Sidequest tatsächlich. Steht da auch noch wo? Nein. Wer ist denn das? Chiharu! Was? Zack, zack! Hey, wo kommen denn ihr schon wieder her? Ihr habt aber auch gar nichts mitgekriegt. Das war's. Oh, das sind Ginkgo-Blätter. Ja, du versuchst auch mal schön in der Situation zu finden. So, hier vielleicht, ha? Huh? Schwarzpulver. Geil. Eisen. Was so durch sein Gesicht durchgedingst ist. Der Vorhang. Auch nochmal im Bett. Aber kein Schwarzpulver. Wo kommen denn die jetzt auf einmal alle her? Was ist denn hier drin? Ja, haben wir noch ein bisschen Abstand. Und. Oh Mann. Hörner sind nie gut. Sehr gut, deine Freunde. Ja, im Idealfall gibt's jetzt noch mehr solche Freunde. Musst du nicht einfach immer dem Wind folgen, um zu deinem Ziel zu gelangen? Meinst du hier rein? Ja. Vielleicht.
Nee, aber da war ich schon. Da habe ich ja die eine Flagge gerade geholt. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie irgendwas Geheimes? Nö. Dann schauen wir mal weiter. Es wäre jetzt echt ungünstig, das nicht abzuschließen. Schafe! Nee, nein. Hunde! Was? Oh Mann, Alter, schon wieder ein Spiel, wo man Hunde umbringen muss. Geh doch einfach. Sag mal, ist das so ein neuer Trend? Mensch. Tut mir auch leid. Arme Shadow 2 und 3. Fuck. Das muss schon voll daneben hauen. Vor allem ist ja auch geil, wir sollen dieses Dojo befreien, aber da ist ja niemand zum Befreien, die sind ja alle tot. Na. Ah, guck an. Nein, 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 das Dojo an sich einfach vom Feind befreien. Darum geht's ja. Aber. Ah. Der schaut aber auch schon ziemlich tot aus da drin. Ja. Musst du die frei machen? Nee. Nee, aber. Traurig. Show me your skill! So, kommt mal raus aus euren Verstecken. Ja, der funktioniert. Jetzt hättest du es mit dem freigeben können. Zack. So, tut mir leid, Wuffis. Ich möchte das nicht. Haupttierfälle, mal schauen. Kann man sogar noch häuten. Na klasse. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Vorräte. Was machen wir mit den Vorräten eigentlich? Ich habe noch keine Ahnung. Das wurde noch nicht wirklich erklärt. So, da gibt's noch was. Was ist hier? Was ist dies? Das sieht doch aus wie Schwarzpulver da. Jo. Soll ich da vielleicht wegrennen? Ja, ich würde mal weggehen. Schon, ne? Ah! Achso. Na, schade. Okay. Du regnest es immer so überdramatisch, wo es gerade noch voll schön war. Boah, was ist jetzt los? Was geht denn hier ab? Das ist Star Wars-mäßig, ey. Oh. Und selbst Nobu feiert mich. Süß. Ach, hör doch auf. Kann ich hier weitermachen? Nee. Du musst abwarten, bis Nobu fertig getanzt hat. Ja. Do that dance. Das ist cool, wie er da so steht. Ja. Zusammen. Schaut schon cool aus. So ein schönes Pferd, muss man sagen. Oh krass, schon mal sogar die Härchen vorne an der Schnauze. Wie sieht. Ja, ja. Crazy. So, wollen wir hier noch irgendwas holen? Können wir noch irgendwas holen?
Da liegt noch was rum. Ein bisschen was. Und nicht zu wenig. So, Eisen, Vorräte, Eisen. Achso, was war denn das? Du hast neue Techniken gelernt. Kann man das irgendwie angucken? Warte. Gesammelte Gegenstände und Ressourcen werden in Sammlungen Menü gelagert. Okay, dann schauen wir es nochmal an. Sammlungen. Sammle Artefakte, um mehr über die Mongolen zu erfahren. Gesammelte Ressourcen werden in deiner Tasche gelagert. Okay, das ist aber hier Techniken vielleicht, hä? Da könnte ich vielleicht so Technikpunkte einsetzen. Verdiene Technikpunkte, indem du deine Legende erweiterst. Okay. Klingt alles geil. Samurai-Kampfhaltungen und Geist. Fangen wir mal mit Samurai an. Ablenkung. Ausweichen. Rolle dich über den Boden, um Angriffen zu entgehen. Oh, Rollen ist halt schon geil, ne? Perfekte Parade. Parier im letzten möglichen Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Verleiht eine mittlere Menge Entschlossenheit. Auch cool. Triffst du das? Zeitlich? Weiß ich nicht, aber man kann ja nichts verlieren. Weißt du? Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Aber wenn du es schaffst, dann auf einmal zack, zack. Aus dem Nichts. Zack. Wollen wir es nehmen? Ich find's cool. Aber Rolle ist auch cool. Ablenkung. Komm. Jo. Ach, ich hab noch einen, schau. Wo stehen das? Ja, aber da rechts oben. Kannst du nicht nochmal gucken, was bei dem anderen vielleicht noch was geht? Ja, okay. Bevor du jetzt hier... Kampfhaltung. Also. Effektiv gegen Schwertkämpfer. Die kann ich schon. Das hier könnte ich lernen. Malträtiere deine Gegner mit 2 durchbohrenden Schlägen. Ah ja. Ah, da muss ich erst noch einen weiteren Mongolenanführer besiegen. Mhm. Um die verschiedenen Kampfhaltungen zu erlernen, okay? Geist. Oh, geht irgendwie noch gar nichts, ne? Hier, das da. Nach erfolgreichem Herausfordern stürmt ein Gegner hinein, der mit einem Todesstoß ausgeschaltet werden kann. Warte, bis der Gegner angreift. Drücke während der gegnerischen Schlages 3 oder 4. Gewährt bei Erfolg zusätzliche Entschlossenheit. Boah, das klingt kompliziert. Mama Samurai. Da geht natürlich jetzt auch schon was. Perfekte Paraden stellen eine kleine Menge Gesundheit her. Das finde ich immer gut. Das ist halt auch geil. Pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Angriffe mit blauschimmernden Linien können pariert werden. In jeder Kampfhaltung möglich. Aber das ist halt auch eine Rolle. Ja, dann machen wir mal hier die Gesundheit herstellen, weil ist immer gut für dich. Gut. Also. Cool. Da hinten leuchtet irgendwas. Sind das irgendwelche Nebenmissionen? Wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, das ist wie ein Händler. Oh, ist ein Händler. Ja, brauche ich jetzt nicht. Das schaut aus wie eine Nebenmission, ne? Another Samurai? Alive? I thought Lord Jinroku was the only one. I don't know the name. He's in Kashine, my lord. I'm sure he would be happy to see you. I'm curious to meet him. Okay, na, das hat jetzt aber gar nicht so viel gebracht, tatsächlich. Ja, doch, du hast einen neuen Ort, wo du den anderen Samurai findest. Stimmt auch wieder. Ja, ich war gerade mit der Technik beschäftigt. Okay, naja, schauen wir mal weiter. Jetzt holen wir uns mal Ishikawa. Die Namen sind so crazy irgendwie zum Aussprechen. So, Nobu, zeig, was du kannst. Die kehrt sich da ein ab. Stopp. Wir müssen mal kurz auf die Karte gucken. Ist immer noch aktiviert. Okay, ist gut. Ja, der Wind zeigt dir. Ja, ja, ich weiß schon. Aber ich war mir nicht sicher, ob das als Ziel noch drin war. Das finde ich ist eine total coole Sache. Das ist sau gut gemacht, ja. Ist natürlich auch die Frage, wenn jetzt die Missionen immer so weit auseinander sind und du so viel reiten musst, ob es dann noch so bockt, weißt du? Ob du irgendwann dann sagst, boah, zumindest irgendwie so schnell. Oh, mongolisches Gebiet. Ja, dreh doch mal ein bisschen um. Du musst auch, glaube ich, gar nicht da durch. Oder? Sondern da so links hoch. Komm.
Oh, fuck, sind das viele, ey. War das eine gute Idee? Oh, shit, das ging mal voll. Komm, mach nochmal. Trau dich. Oh, fuck. Boah, leck, fuck. Gibt's einen Grund, warum du nicht drückst? Ich bin ja gerade mit Kämpfen beschäftigt. Ja, aber das kannst du ja auch zwischendrin machen. Fuck. Ach krass. Bin ich jetzt gestorben oder was ist? Nein, du hast ja ihn getötet. Du hast zufälligerweise direkt den Anführer erwischt. Ist ja an sich schon mal ganz cool. Aber wo sind die anderen ganzen Kollegen hin? Wo ist denn dieser Pfeil und Bogen, Johnny? Oben. Ich höre irgendwie nichts. Ich dachte, ich soll ihn schreien. Oh fuck. Oh Mann, ey. Das Geräusch ist witzig. Aber wie soll man den Gegner töten, ohne gesehen zu werden? Ich kann doch keinen Stealth-Angriff oder so. Du brauchst ja 8 Arme. Scheiße, ich habe nicht genug Entschlossenheit. Oh oh. Es könnte sein, dass ich eventuell jetzt dann sterbe. Es tut mir schon mal sehr leid. Ich würde gerne so einen Typ hier rauslocken. Weil du wieder zu viel wolltest. Meinst du, ich kann es vielleicht schaffen zu Nobu und dann weg? Ruf doch einfach Nobu. Ja. Achso, kann ich bei dem hier noch was rausziehen? Mal schauen. Ja, ich würde gerne aus dem Kriegsgebiet erstmal rausflitzen. Weil wenn ich da aufsteige und dann vom Pfeil getroffen werde, dann... Dann schlage ich mir auch ins Gesicht. Nobu? Das ist nicht Nobu. Aber da steht Nobu. Das ist Nobu. Okay, so. Let's find another way. Mal in die Karte gucken, oder? Ah, schau mal, ist cool. Heilt sich zumindest ein bisschen von alleine dann. Okay, das hätte jetzt wirklich böse enden können. Come and fight! Oh Mann, da geh ich jetzt bestimmt drauf. Zack, boom, bang. Komm her. Ja, komm. Zieh dein Ding durch. Das war schön. Jetzt müsste ich ja nicht zurück und das fertig machen, ne? Wir wollen noch Ishkawa befreien. Wir sehen, ich glaube, du hast das falsche Pferd. Ist das so? Ja. Nein, das da oben ist doch Nobu. Der gehört nicht zu uns. Mann, Nobu, Alter. Wieso kommt denn der andere? So viel zu, dieses Pferd wird dich die ganze Zeit begleiten. Naja. Gedacht, das kann ich einfach mal frauentauschmäßig hier, also ich einfach rausnehmen oder was? So, wie weit bin ich denn noch entfernt? Ich glaube, ich muss nochmal auf die Karte gucken, ey. Ha. Ha, bin wohl da. Na dann. Frage im Gasthaus nach Sensei. He or she springs. Perhaps someone at the inn can direct me to Sensei Ishikawa. Was denn? Du hast aber gerade auch Hummeln im Arsch, ey. Ja. Yeah. Wie du hier durch die Gegend flitzt wie ein Irrer.
Grüß Gott, hallo. Die Damen. Ich möchte hier ein bisschen Progress machen. Ich tue immer deinen Progress. Genieß doch mal das Spiel. Ja, die Leute erwarten, dass ich Ishkawa jetzt hier noch raushol. Das habe ich versprochen. Ich halte meine Versprechen. A Samurai. Ja. That's me. Jetzt sind wir der einzige überlebende Samurai. Ja, ich glaube, die Leute denken das zumindest, ja. So, dann fragen wir doch mal den hier. So leuchten eigentlich die Sachen hier manchmal so. Okay. I'm looking for Sensei Ishikawa. I thought he fell at Komoda. He didn't. Where is his dojo? To the forest. I can show you the way, my lord. Das war eine schnelle Antwort. He did it. Nein, das kann nicht sein. Did the Sensei not fight at Komoda? No. He came to town for surprise the day before the invasion. Hardly spoke a word, but he's always been a private man. Oh. Müssen wir da jetzt laufen, ja? My lord, are the stories of Sensei Ishikawa true? What stories? They say he sank a pirate ship with a single arrow. Not the ship, but he shot a pirate captain from the shore. Routed the whole fleet. I'd hate to cross an archer like that. Do you deserve death? I hope not, my lord. Then you're safe from Ishikawa. Guter Spruch. Was meinst du? Wegen dem, ob er den Tod verdient hat? Mhm. Und wenn nicht, dann hat er auch nichts zu befürchten. The Sensei's Dojo is up there on the cliff. True Story. Ich dachte, er bringt mich dahin. Ja? Thank you. I'll take it from here. One more question, my lord. May I ask why the Sensei left his post as archery master to Clan Nagao? No one knows. Strange. Giving up service to a great lord for this. So, ich muss da wahrscheinlich jetzt hochklettern. Jetzt ist aber schnell dunkel geworden, ey. Ja, das geht ja. Ich glaube, du kannst da einfach die Treppe über die Dings nehmen. Meinst den du? Weg. Aber ich kann doch bestimmt da auch hochklettern, oder? Ja, da, maybe. Schau mal, ob da was geht. Das sind Glühwürmchen. Ah ja. Jetzt mal zum Beispiel mit Assassin's Creed, das Samurai Edition. Aber warum eigentlich nicht? Naja, könnte auch Uncharted sein tatsächlich. Ja. Geht halt schneller, ne? Als ja, aber ich hoffe, das ist nicht der einzige Weg da hoch, weil sonst. Ich hoffe vor allem. Wie kriegt denn der seine Vorräte da hoch. Ja, der Ishikawa. Mhm. Keine Ahnung. Schmeißen. Ein Stirnband. Okay. Und da geht's wieder runter. Sensei Ishikawa's Dojo. There was a struggle here. Better look around. Dried blood. The fight wasn't recent. Schaut aber nicht gut aus. Also es schaut cool aus, aber nicht so positiv für die Story. Untersuche das Dojo. Gibt's hier irgendwie eine Tür? Bin ich blind? Ja. Don't move. Sensei Ishikawa. Lord Sakai's boy. You survived Komoda. We could have used your bone. I was on my way when bandits attacked me. Expecting them to return?
A samurai is never caught by surprise. I am sorry about Lord Shimura. He was a good man. He's alive. Taken captive by the Mongols. Then there's hope. That's why I've come. Help me save him. I can't. My student is missing. A skilled archer. I will help you look. Then you can both help me free Lord Shimura. Try and keep up, Sakai. Na gut, dann mache ich hier mal einen Break. Ich habe wie versprochen Ishikawa gefunden und bin schon sehr gespannt. Es sah so aus, als würde man ein bisschen Detektivarbeit leisten und eigentlich finde ich schon fast schade, dass ich das jetzt dann tatsächlich an der Lisa abgebe. Aber ich denke, sie wird sehr viel Spaß dabei haben und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit euch. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, damit ihr auf jeden Fall informiert werdet, wann das nächste Video online geht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Servus. Tschüss.